Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von World of Final Fantasy Let's Play mit mir, Christian Edge 3000. Hallo und ich begrüße euch bei Volume 2 oder Folge 2. Ja, wir sind stecken geblieben bei dem Prolog Erwachet. Und wir sind jetzt im letzten Video sind wir durch das Portal gelaufen und haben herausgefunden, erstmal, dass wir die einzigsten Lebenden sind. Und wir sind so Monsterfänger oder sowas in der Art, sage ich mal so. Also, so wie ja, ein Trainer, so wie Pokémon, Ash Ketchum, so, ja, kennt ihr, ja, sowas in der Art, ne? So kommt es ungefähr hin. Ne? Gut, okay, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Am Ausgang, nein, nicht für dich vom Upstar 23. Nicht zum Lachen. Okay, alles klar. Gut, okay, wir machen dort weiter und ja, sozusagen. Ach ja, und wenn es euch gefällt, bitte ein Like und einen Kommentar da unten unter dem Video reinsetzen. Würde mich freuen. Zu den Kommentaren könnt ihr gerne mal was dazu sagen, wie ihr was ihr davon findet oder was ihr davon haltet, so gesagt. Aber wie gesagt, würde mich freuen, weil Kommentare sind mir wichtig für dich. Also ich möchte gerne so, ja, so einen Überblick bekommen von euch. Ja, allgemein so. Also. Okay, also dann starten wir. Okay. Er sucht irgendwas. Was sucht er denn jetzt? Habe ich irgendwas Falsches getan? Spielstand wird hochgeladen. Eine Kopie des Spielstands wird auf den Server angelegt. Okay, alles klar. Schön. Also es ist Cross-Saving. Ah. Es wird doch hochgeladen. Oh. Kann ich es nicht abbrechen? Okay, ich muss das Cross-Saving ausschalten. Ich will doch nur spielen. Lass mich rein. Wie lange braucht ihr zum Hochladen, Alter? Alter. Das dauert jetzt. Ich hoffe, es ist keine Stunde. Das dauert jetzt hier. Leute, könnt ihr mir nicht antun. Warum? Bin ich nicht ausschalten. Oh, das dauert jetzt ganz schön lang. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich bin jetzt sehr, sehr Unglück, Kundipacker. Genau. Ja. Was gibt's eigentlich zu sagen jetzt momentan? Ja. ja, willkommen bei Final Fantasy. Oh Mann, ey. Lass mich. Du Arsch. Gleich mal beschweren. Hallo? Hast du jetzt was gemacht? Achso, wenn ich zu viele Tasten drücke, kann ich nicht vorspulen. Verdammt. Ja, spul mal hochladen vor. Doppelte Geschwindigkeit. Maximum Upload. Oder so. Keine Ahnung. Ey, das ist mir jetzt so blöd jetzt langsam hier. Hallo? Liegt es jetzt daran, dass ich im Hintergrund auch noch hochlade jetzt? Oh, also ein Video halt, also das erste Video halt, ne? Also 45%. Ach, jetzt geht's. Ich hätte fast abgebrochen jetzt. Boah, ja. Dann hätte ich das erste doch nicht fehlen können. Kapitel 1! Die Welt der Mokel. So. Hui, unsere erste Welt. Ist das die Demo-Version? Quellwald. だけど。ん?きっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにという、エナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの?本当何もんだよ。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。
Jo, das kennen wir ja aus der Demo. Mit L1 kann ich, L1 Quadrat kann ich LAN wieder größer und dann kleiner machen. Und mit Kreis, mit L1 Kreis hat Ren oder Rain. Rain. It's raining, man. Okay. größer und kleiner machen. Aber Vorsicht, die Größe, für die du dich entscheidest, ist ignorieren und Langkämpfe bereitstehen. Okay. Gut. Tama und Anna erklären die Welt. Okay. Tama, alles worüber Annas Cross und ich hier sprechen, kannst du die Menü in Bibliothek. Okay, also. Ja. Alles klar. Aber trotzdem nicht jetzt wieder groß. Wo es hieß, dass es nicht so ist. Okay, ich hoffe die... Das müssen wir wieder keinen. Okay, Mirage empfangen. Also, es gibt die Energieanzeige wie beim Pokémon-Endeffekt. Also, ja, es ist, wer Pokémon kennt, der kennt das bestimmt. Wenn die Energieanzeige fast vorm Ende ist, sind die, ich sage jetzt mal, die Gegner hier, also die Miragen, ja, besser einzufangen wie mit Feuer. Deswegen muss man sie erschwächen und dann einzufangen zu können. Wie beim Pokémon eigentlich. Leute, Pokémon, Final Fantasy mit Pokémon für mich. Geil. So. So, Anna, was? Warum habt ihr nicht gleich die Prisma für die allen Bereich überlassen? Immer langsam mit den jungen Chorus. Mit Geduld und Ausdauer wirst du jede Menge deinen Feind machen können. Okay. Gut. Ja, also das Prismarium oder das Prisma ist im Endeffekt wie ein Pokéball. So. Nicht chillen. So. Okay. Gut. Analyse. Ja, alles klar. Okay, das Feuereis. Also wer Final Fantasy kennt, kennt auch die ganzen Aktionen. Feuereis, Blitz, Wind, Wasser, Erde, Licht, Schatten. Und dann gibt es halt noch die anderen Sachen. Halt Gift, Konfus. Konfus ist wie so benebelt oder nicht benebelt. Konfus, wie der Name halt schon heißt. Schlaf, blind, Amnesie, das sagt mir jetzt gerade nichts. Topsucht ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem auch wieder ein bisschen blöd, weil Topsucht macht den Gegner auf dem Auto-Rage, sagen wir mal so. Und er tut auch nur noch den Standardangriff angreifen. Und man kann ihn nicht, mit ihm nichts mehr machen, solange man den Topsucht Zustand nicht aufheben tut. So, Gemach ist langsam. Da gibt es eigentlich noch Hast. Sollte eigentlich auch noch geben, aber vielleicht ist nicht alles hier ausgebildet. Tod, ja. Geht dann links tot, dann wird wahrscheinlich dann 15 Sekunden eine Zeit darunter ablaufen. Und somit dann, ja. Genau. Betäuben. Protest ist physischer Schadensresistenz. Also wenn der Gegner jetzt zum Beispiel 100 Schaden macht und mit Protoss macht er nur 50 dann. So. Valum, sagt mir jetzt auch gar nicht. Reflekt, das ist Zauberabwehr. Regena ist Heilung. Aber nur für nach jeder Runde vielleicht so 10, 20 EP, also automatisches Heilen hat, aber nur in geringen Mengen. Hast ist halt Beschleunigen. Courage ist glaube ich nicht mehr angreifbar und nicht mehr angreifen. Ena sagt mir auch noch was, aber ich weiß gar nicht mehr. Kampfunfähig ist, wenn man halt die ganze Zeit lebt. Nein, andersrum. Kampfunfähig ist, wenn man tot.
So. Okay, let's go. Analyse. So, hier. Jetzt können wir auch mal die Schwäche angucken. Hier, die Schwäche ist hier zum Beispiel Eis. Schatten. Genau, wenn das Schatten da unten ist. Genau, Schatten und Eis. Das Problem ist aber, ich habe nichts von beiden. Also muss ich jetzt gucken. So, mal gucken. Fähigkeiten habe ich nichts. Also ganz normal angreifen. Verfehlt. Oh mein Gott. Fängt ja schon mal gut an. So, wann? Der erste Kopfstoß. Oh, 19. Scheiße. So. Gucken, ob ich jetzt hier irgendwie Fähigkeiten habe. Analyse, Fuchsfeuer. Nee. Ganz normaler Angriff. Kurbo gucken. So, 103. So. Einen kritischen Treffer erreicht. Und somit können wir jetzt ihn einfangen, wenn das Zeichen aufploppt. So, okay. Deine Chance, habe ich jetzt gerade erklärt. Analyse, kann man gucken. So, okay. Jetzt meine erste Aktion. Einfangen. Mit der netten Dame. Rain. Einfangkreis. Bam. Guck mal, Küken. Nice. Geschafft. Juhu. Mein erster Mirage. So. Level 2. Oh yeah. Und du auch Level 2. Schön. Freut mich. Suki. Wir haben kein Gil erhalten, aber wir haben momentan 107 Gil im Besitz. Gil ist die Währung im Spiel. Das ist für Leute, die sich vielleicht auch interessieren. So. Es ist S. Also hat noch 3 weitere Entwicklungen parat. Und ja. Wie die Weiterentwicklungen funktionieren, werden wir dann später wahrscheinlich irgendwann herausfinden. Kokobo Küken, ich lasse die Standardnamen einfach, oder... Kokobo Küken... ich muss überlegen, Küken... Ich könnte auch alles Name verwenden, aber... Ich behalte mal die Standardteile. Ja, ich bin Standard. Die ganzen Gegner sollen ihre Namen von der Welt von Final Fantasy alle behalten. Ja, mir am liebsten. Ja, das ist verdammt. うつひるで玉が何になってたのは、そのノセノセって状態だったわけね。はいなのです。こうしてると、玉はとても楽なのです。楽なのか？ノセノセしていると、みんなのヒットポイントが合わさって、パワーアップしてるような状態になるのです。もう、まるで合体メカみたいじゃん。その上、魔法や技といったアビリティも、ノセノセしてる組み合わせで変化するのです。 アビとかはよくわかんないけど、合体してダス必殺技みたいなもんだな。でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのです。ランが言う合体が解除されちゃうってわけね。それは気をつけないとな。ただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですが、それぞれ個別に行動が可能なので、 手数が増える分、回復と攻撃にコマンドを分けるとか、いろいろと有利なこともあるのです。場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ。状況に合わせてうまく使うといいのです。So, ganz kurze Erklärung. Wahrscheinlich habt ihr es auch nicht gelesen. Wenn ihr es nicht gelesen haben solltet, in Anführungszeichen so. Man kann stapeln. Das heißt auf Deutsch, man kann mehrere Gegner, die man angefangen hat, übereinander stapeln. Und je mehr man stapelt, tut sich das alles kombinieren. Also wenn du zum Beispiel ich jetzt 100 HP habe und der über mir auch 100, dann habe ich insgesamt 200 HP. Ne? So. Aber das Problem ist,
je höher man stapeln tut, desto gefährlicher wird, dass es zusammengebrochen wird, also zusammenbrechen tut, wenn man angegriffen wird. Also wenn man wenn der Gegner zuschlägt ein paar Mal, kommt man ins Wanken und dann kann das alles auseinanderfallen und dann sieht man wieder mit 100 HP wieder am Ende. Also muss man genau wissen, wie man stapelt und was man stapelt und ja, wen man auf den Kopf lässt. Sozusagen. So, hier ist der Kampfstapel. Weiter. Genau. Gut. Vorrätig in drei Größen. Genau, das habe ich vor uns gesagt. S wie small, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Genau, hier haben wir es. Kleingröße L. Groß. Okay, M mittel und S ist klein. Genau. Wir haben Hünen haben L Größe, wohingegen Murke und der Größe M entsprechen. Deshalb können Land und Rennen also nur entweder ganz unten oder in der Mitte eines Kampfstabes sein. Alles klar? Alles klar. So. Gut, Kampfstabe. Halt, das war's gerade hoch. Ups. Kampfstabel. So, du kriegst ein Kumpo-Küken drauf. So. Probieren wir es mal. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 141 HTP. Also, ja. TP. Das heißt doch nicht Trefferpunkte. Okay, warte mal. So. Erstmal wegmachen. So. Wie ihr sehen könnt. So, TP 141. Mit den Kumpo-Küken sind wir auf 280. Hier sind wir auf 300. Okay, gut, dann lassen wir das so. Also ich denke mal, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann schreibt es unten in die Comments, dann kann ich es euch nochmal besser erklären. Im nächsten Video dann halt. Ne, so. Okay. Fähigkeiten, gehen wir mal da rein. Stapel, verteidigen, fliehen. Okay. Okay. Fuchsfeuer. Okay. Also wir haben noch nicht viele Fähigkeiten, wie ich merke. Gegenstände, kam auch nichts. Das haben wir. Wichtig, okay. Das sind die ganzen Sachen. Fürs Kolosseum dann. Da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. So, okay, dann gehen wir einfach mal. In seinen Augen blitzt ein Glitzerblatt auf. Okay. Okay. Ah, jetzt kommt das Skillen. Okay, auf dem Müll können wir neue Fähigkeiten und Magie erlernen, sowie Boni auf ihre Statuswert erhalten. Dazu brauchst du Fähigkeitspunkte, FP. Für deine Mirage jedes Mal erhalten, wenn sie ihre Stufe erhöhen. Jawohl. Es gibt jedoch einige Fälle, wo auf dem Marobot für welche erst bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor sie freigeschalten kannst. Okay. Okay. Noch weiter geht's. Ein Mirage, die Fähigkeit Eskorte erlernt hat, kann neben Danun herlaufen. Hast du mehr als einen Mirage in dieser Fähigkeit in einer Gruppe, kannst du mit dem Zwillingen hin und her schalten. Jawohl. Okay. Ein Mirage, die Zwillinge mit Eskorte begleiten, kann auf dem Weg nützliche Gegenstände finden. Bringe verschiedene Mirage auf verschiedenen Orten. Wer weiß, was du Tolles finden. Ah, cool. So. Also, Mirage Sport. So.
Mal gucken. 2%. So, was ist das? Eskorte, genau. Eskorte erlernt. So, was ist das? Füllt deinen Gegner physischen Schaden zu. Sturzkraftmittel. Okay, was geht da? Halt TP eines Gruppenmitglieds. Oh, das ist auch nicht schlecht. Da brauche ich aber 4 Punkte. Da brauche ich 2. Ja, machen wir mal das. So. Gut. Kann ich... Du hast doch auch bestimmt schon ein paar Punkte gesammelt. Okay. Okay, alles klar. Feuerschaden. Erhöht maximale TP. 3. Ich habe 4. Stärke oder TP? Komm. TP allein. So. Sehr lang. Whee. Und zurück. Das habe ich... Das habe ich nicht eigentlich... Egal. So. Ah, das ist geil. Glitzerblatt erhalten. Okay. Aber vielleicht findet er doch mal was. Mal nochmal gucken. Haben wir mal ein Stück zurück. Vielleicht kommt er nochmal. Oder ist es halt nur Tutorial, wo das noch nicht funktioniert? Kann auch gut möglich sein. Wie war denn das Gruppenmitglied ändern? Nee. Dann später mal. Ach ja, hier, R1 und R1. Genau. So. Nur R1. So. Her damit. Yes. Okay, ist verschwunden. ひなちゃこが相手も見つけてくれたおかげだね。へん。こうやってミラージュと協力して先に進んでいくのです。ミラージュボードには、アビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのです。レベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ。 Metamorphose. Okay. Da ist eine Kiste. Eine Kiste. Was ist drin? Heiltränke. Unsere ersten Gegenstände. So, weiter geht's. Schon ein bisschen etwas komisch. Da ist eine Kiste, die holen wir uns natürlich mit ab. Ich verstehe, aber eine gute Frage, was kriegen wir? Phoenixfeder, oh, Wiederbelebung, schön. Die gehen in ihre ursprüngliche Welt zurück. Was ist das denn hier für eine Welt? Das würde mich gerne wissen. Oh, was ist jetzt los? Was ist das? Fensterklappe. Okay. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Let's go. Two. Selten und stark und daher gefährlich im Mirage. Bevor du dich in eine Sturz solltest du Sicherheit finden. Dankeschön, Na, Dankeschön.
Reden wir nicht lange um den Preis herum. Wenn du zum ersten Mal auf dem Fitnessclub triffst, wirst du in den meisten Fällen nicht stark genug sein, um die dein Leben im Bereich zu besiegen. Am besten suchst du nochmal auf, wenn du etwas stärker geworden bist. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Das schaffen wir es ja. Komm schon, lass uns als erstes angreifen. Ich werde nicht flüchten. Ich werde nicht flüchten. Kupfeuer. 7. Oh Gott. Das war schlecht. Kupfeuer. 4. Oh Gott. Verfehlt. Oh, ich hab Glück. Halt doch nochmal. 532. okay, ich sollte am besten fliehen oder so. Fliehen geht das? Nein, hat nicht funktioniert. Er wird uns töten. Verloren. Ja, das war auch vorher zu sehen. あら、もう向こうで死んだの?え?死んだ?俺が?まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で。お、でも生きてんじゃん。それは 死が確定する前に今の戦闘なかったことにして、ここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか?できるわよ。やってるのはタマだけど。タイなのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して、強制帰還したのです。でも、タマの命を使ってるので、使った後は、なるべく休憩が欲しいのです。命?タマはこれでも、複数の命を持ってるのです。だから、 そのうちの一つを2へにして、時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんか溜まってすげえ。あ、でも今は2人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、 タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然OK。たっぷり休んでくれ。はいなのです。何にしてもありがとね、タマ。ランが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。 Okay, ausgelöscht. Ist die gesamte Gruppe unkampfunfähig, bringe ich alle zurück nach Neue Waldenbergen. Sie ist als eine Art strategischer Rückzug, jawohl. Gegenstände, Erfahrungen und anderes gehen nicht verloren. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Aber du musst deinen Weg zurück in Neue Waldenberg aus. Von Neue Waldenberg aus finden. Okay. Thomas, kleiner Trick funktioniert übrigens nicht, wenn du dich innerhalb des Bankkreises eines Mirage befindest. Es ist also Vorsicht geboten. Okay. あれ?誰かいる?ああ。そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら?ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど、よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのに。そう。 Untersuchen. Wir tun speichern. Gut, okay. Wir haben Kapitel 1. Ja, wir sind einmal gestorben. Aber nicht aus meiner Schuld, sondern aus Lans Schuld. Und dann würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit World of Final Fantasy Folge 3 dann. Liken und kommentieren unten und schaut mal beim Upstart 23 vorbei. Da hat auch schöne Videos von NBA 2K
16, egal. Okay, oder 17, glaube ich, ja, genau. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000 mit der World of Final Fantasy Let's Play. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich tue noch schnell speichern. Yes. Tschüss.